Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever im Winter, meine Lieben. Der Winter ist eingekehrt und enthüllt uns gerade ein paar kleine Bausünden der Vergangenheit. Ich würde sagen, das machen wir mal ein bisschen. Machen wir ein bisschen mal hübscher hier. Schaut ja ganz furchtbar aus. So, der Winter ist wieder da, meine Lieben. Ha? Ja, nicht ganz so schrecklich. Lang ist es her, dass wir das letzte Mal im Winter gespielt haben. Aber ich habe mir gedacht, Mensch, die Wetterprognosen waren so schön die letzten Tage. Und ein bisschen Frische und Kühle kann uns jetzt gerade erstmal nur Gutes tun. Und das fand ich jetzt eigentlich so geil, dass ich mir gedacht habe, boah, da könnte man mal langsam wieder überlegen, ob da nicht ein bisschen Winter drauf muss. Und ich glaube, ihr findet die Idee meistens auch ganz gut. Deswegen schauen wir mal. Jetzt gucken wir erstmal hier den an, 38, okay. Da ist noch Luft drin. So, okay. Gucken wir mal ganz schnell. Wir haben doch hier unten ein Landefeld. Mit wie viel startet ihr? 16. Ja gut, die Wege hier sind gar nicht mal so extrem übel. Hier warten 36. Gucken wir schnell, was ist hier am Start? Das sind unsere blauen Busse. Die Gelenkbusse hier. Auch schicke Dinger im Übrigen. Also gefallen mir optisch extrem gut. Schön gemacht. Mit Wifi. Yay, Wifi. Also nicht Bifi, Wifi. Ja, ihr wisst Bescheid. So. Ich hoffe, da kommen echt ein paar Leute mal an, die hier... Ja, da sind ein paar Leute, die kommen, wollen wieder zurück. Die haben den Weg auch jetzt gefunden. Ich beschleunige das Ganze mal wieder. Okay. Wir haben heute Projekt... Projekt. Welches Projekt? Lass mal gucken. Hier unten wollte ich mal weitermachen. Gucken wir mal, welche Spur ist denn hier frei? Haben wir... Ah, da haben wir schon eine Vorbereitung quasi getroffen. Die haben wir aber nie ausgebaut. Das klappt auch mittlerweile sehr gut hier. Die haben extrem hohe Kosten, aber die funktionieren an sich ganz gut eigentlich. Auch wenn sie sich manchmal hier ins Gehege kommen. Na gut. Sei es drum. Wir machen hier trotzdem weiter. Und zwar folgendermaßen. Die schauen hier alle gut aus. Folgendermaßen. Wir müssen jetzt erstmal die Ecke hier wegmachen. Weil die stört uns jetzt nur. Okay. So, dann machen wir folgendes. Wir gehen hier mit 160ern. Obwohl 200er Gleise könnten wir ja eigentlich weiterbauen. Also wir könnten uns jetzt darauf einigen, bei dem Geld, das wir haben... Nope. Bei dem Geld, das wir haben, machen wir jetzt mal mit 200 Gleisen weiter. So. Und gehen dann hier drauf, auf den bestehenden Weg. So. Warte mal. Ihr könnt eigentlich... Ach so. Interessant. Hier geht er auf jeden Fall unten rein. Aber die Richtung stimmt ja zumindest schon mal halbwegs. Pass auf, wir machen folgendes. Wir machen hier folgendes. Wir gehen hier mal mit der Geschichte so weit raus. Und wenn dann gucken, dass wir die hier mit einbinden in das ganze System. Ist jetzt mal wieder neu. Also ich finde es mal wieder was Schönes, mal jetzt im Winter mal wieder reinzugucken. So, und dann hier nochmal drauf. Und dann sind wir nämlich da auch angebunden. Passt das alles? Nochmal kurzer Blick. Ja, passt. Okay, jetzt müssen wir das hier oben natürlich auch nochmal reinbekommen. Und jetzt gucke ich mal gerade, wie haben wir das hier gemacht? Okay.
Können wir natürlich hier völlig knicken, dass wir hier mit irgendwas rauskommen, oder? Weil den hier kriegen wir im Leben nicht hier drauf. Hier schon, aber das bringt uns wahrscheinlich auch nichts, oder? Naja, wir müssten auf den Weg hier drauf kommen. Jetzt gucken wir mal schnell. Wenn wir jetzt hier rauswandern wollen würden. Wir kommen hier aber auch gar nicht weg, ne? Weil ich müsste jetzt eigentlich hier an den... Die Steigung zu groß, ja. Wenn wir hier draufklicken... Na, und von hier aus... Hier könnten wir uns mal vielleicht vorstellen. Hier oben lang zu dümpeln. Oder wir machen das Gleisvorfeld einfach neu. Aber das... Wow. Okay, wir müssten es eigentlich fast neu machen. Das ist ein bisschen doof jetzt. Ja, vor allem, weil jetzt schon wieder einer kommt. Naja, da müssen wir uns noch was überlegen. Das machen wir jetzt aber nicht. Ich will hier mal weiterfahren. Jetzt lass mal gucken, haben wir hinten alles? Ja. Und zwar wollen wir hier rüben ankommen. Schneller kommen wir hier ohnehin nicht voran. Und dann gehen wir mit dem hier nach. Ist ein bisschen schwieriger jetzt, ne? Also auf weißem Untergrund das alles zu legen, ist ein bisschen komplizierter. Also ich wollte es euch einfach mal zeigen, weil ich es mal wieder geil fand, das einfach mal zu testen. Rückenpfeiler-Kollision? Echt jetzt? Okay. Na denn? So, machen wir das mal so. Okay. Hier haben wir wieder eine. Na, jetzt müsste aber gleich gut sein, oder? Ja, ab hier eigentlich. Warte mal kurz. Machen wir mal Pause. Dann kann man das nämlich viel schöner machen. Also hier fehlen mir gerade irgendwie die Audiogeräusche. Kann das sein? Muss ich mir nochmal in einer ruhigen Minute dann angucken. Ja, jetzt sind sie da. Okay. Ja, das sind so diese neuen Geschichten, die drin sind. Die machen die Sache immer spannend. Ich müsste nur einen kurzen Weg hier drauf finden. Mach mal anders. Na komm. Haben wir jetzt überall Brückenpfeiler? Okay, pass auf, wir machen Folgendes. Zur Not reißen wir kurz die Straße unten drunter weg, aber das sollte eigentlich nicht das Problem sein. Jetzt geht's, okay. Und dann gehen wir hier mit einem neuen Bahnhof her. Gucken wir mal schnell, welchen ich da haben wollen würde. Ich habe den hier eigentlich immer so ein bisschen im Blick. Weil ich den optisch sehr geil finde.
So hin. Schauen wir mal schnell. Das ist der Anschluss, okay. Winter Wonderland ist ja mal das Megaste überhaupt, oder? Ich freue mich schon, wenn wir darüber mal ein bisschen mit Verkehr und so weiter, also mit dem Zug vielleicht mitfahren oder sowas in die Richtung. Warte mal kurz, das können wir vielleicht anpassen. Damit es nicht ganz so schlimm aussieht. Ja, so ein bisschen eingepasst. So. Okay. Der Bahnhof wäre geil, aber schaut halt... Wobei, wir könnten ja eigentlich auch mal diesen Wendehammer... Wobei, der funktioniert nicht richtig, ne? Der schaut dann doof aus. Das würde mir auch mal taugen. Das finde ich auch mal mega. Hier. Machen wir mal sowas. Komm, wir probieren mal wieder was aus. Oh Gott, der Zwerg probiert was aus. Rette sich, wer kann. Ich höre euch rufen. Ich höre euch rufen. Und ich möchte an der Stelle sagen, eure Zweifel sind berechtigt. Sehr sogar. Meistens. Nicht immer. Ich weiß gar nicht, wie oft ich... Also das ist, glaube ich, das Let's Play, bei der ich mit Abstand am meisten für pleite gehalten wurde. Ich habe dann immer gesagt, ja, macht euch mal keine Sorgen, 5 Minuten, dann sind wir wieder fix dabei, dann ist alles wieder shiny. Ja, hat vielleicht 10 gedauert, aber danach war wieder alles shiny. Ja, und was ich an Kommentaren gekriegt habe, boah, Zwerg, du Wahnsinniger, das ist doch alles pleite, hör doch am besten gleich auf, fang doch mal neu an. Ist auch immer so ein gängiges Ding, ne? Wenn was nicht funktioniert auf Anhieb, fang doch mal neu an. Und da habe ich immer gesagt, nö, das machen wir jetzt einfach nicht. Ich will nicht neu anfangen, warum auch? Es schaut vielleicht ein bisschen schwierig gerade aus, vielleicht ist auch gerade so ein bisschen der Wurm drin, okay. Mag ja vielleicht sein. Aber irgendwie habe ich immer so ein Gefühl, Mensch, das könnte ja eine geile Nummer werden. Und meistens, nicht immer, gebe ich offen und ehrlich zu, meistens hat es funktioniert. Okay, dann wendet der hier hinten. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, fahren wir hier nochmal rum. Das müsste eigentlich doch rumgehen, oder? Nicht immer. Und die 19 mal weg. Ja, so ist eigentlich auch okay. So, das ist Meran. Bus 1. So. Okay, da müssen wir jetzt natürlich Busse noch drauf klatschen. Passagierbusse. Gucken wir mal was anderes, was wir finden. Der ist eigentlich ziemlich cool. Vielleicht so einen in Gelb. In Quietschgelb. So. Ein bisschen high getaktet, ich weiß. Und dann nach Schotten hoch und Schalkau rüber, um dann bei Schwalbach oder bei Iselburg Freiung Schwalbach drauf zu kommen, wäre auch ziemlich cool. Oder eventuell leiten wir die auch auf die Potsdam-Linie drauf, dass wir quasi hier nach Schotten rüber gehen und von Schotten dann hier an, oh, das wird mega, an dieser Oberlandbahngeschichte vorbeigehen und dann hier auf eine von diesen zwei noch mit drauf gehen. Das wäre supi. Dann könnte man von dort aus, könnten wir uns überlegen, ob wir mit der vielleicht rausgehen und dann möglich oder vielleicht nach Werder raus oder wir machen Schwalbach direkt. Müssen wir uns angucken, aber das machen wir wann anders. Ich muss jetzt erstmal hier den Knoten hinten lösen, weil jetzt ist er gerade frei und da bauen wir den jetzt komplett um. So. Ich weiß, das löscht er jetzt alles raus, aber das ist mir jetzt in dem Fall tatsächlich auch voll okay. So. Also, pass auf, wir gehen jetzt hier mit einer 160er Spur, war das? Gehen wir jetzt erstmal drauf. So, erster Teil funktioniert. Und jetzt kommen wir mit der zweiten Linie
Gehen wir hier auch noch mit drauf. Warte, das geht von der Seite aus nicht, aber von der bestimmt. Auch nicht. Da ist er. Ah, der will das nicht. Aber hier will er's. Okay, ja, ne. Kein Tag ohne Problemchen. So, jetzt schaut diese Sache schon mal, glaube ich, viel angenehmer aus. Und... jetzt gucken wir mal schnell. Ist das alles auch angeschlossen? Ah, das schaut aus, als hätte er das nicht begriffen. Machen wir das nochmal weg. Wäre auch zu einfach gewesen, finde ich. Jetzt gucken wir mal schnell hier nochmal raus. Und hier nochmal raus. Schaut immer noch schwierig aus. Und dann den hier auf Doppel. Der hängt hier 3 an der Friedrichsthal und müsste jetzt zu 4. Jetzt geht er. Jetzt läuft er an. Jetzt müssen wir uns die alle mal angucken in einer ruhigen Sekunde. Damit die auch richtig fahren. Machen aber eigentlich einen ziemlich entspannten Eindruck gerade. Jetzt schauen wir mal. 6 Minuten, da könnte man eigentlich nochmal so einen draufklatschen. Aber meine Lieben, die funktionieren. Ich würde vorschlagen, wir hören uns in der nächsten Folge und dann schauen wir uns die Sache hier nochmal ganz genau an. Bis jetzt gefällt mir das eigentlich ziemlich gut, weil wir können nämlich jetzt auch hier weitergehen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Also, habt eine tolle Zeit. Lasst euch gut gehen. Euer Zwerg. Auf ZwergTube. Ciao.